Im heutigen Video basteln wir eine Gutscheinverpackung. Hier drin lassen sich super Gutscheine einpacken und ja, kann sehr vielfältig gestaltet werden. Also man kann es auf eine schöne Karte kleben und innen drin was Schönes schreiben, oder man kann hier hinten was Schönes schreiben. Also es ist total easy zu machen und jetzt zeige ich es euch. Wichtig ist natürlich, dass das Papier entweder beidseitig bedruckt ist oder einfach zweifarbig ist, damit so dieses Windrädchen, also dieses Windrad-Effekt noch, also da ist, dass man es deutlich klar sehen kann. Und hier kann ich euch zeigen, also meine Favoriten sind wirklich diese nicht gemusterten Blätter. Also das ist viel schöner geworden als die mit dem gemusterten Papier. Das ist ein bisschen zu viel, aber es ist wirklich Geschmackssache. Man kann es machen, wie man es möchte. Und was ich euch nur empfehlen kann, ist das Papier hier. Das habe ich von Idee. Das ist jetzt keine irgendwelche berühmte Marke, also Kreisel zum Spielen. Da kann man so Papierkreisel basteln. Und das Papier ist, hier sind die Farben, wie gesagt, zweifarbig. Also kann ich euch nur empfehlen, lässt sich super damit arbeiten. Jetzt suchen wir uns die Farbe aus für unsere Verpackung. Ich entscheide mich für Rot. Dann drehe ich einfach das Blatt um und knicke Ecke auf Ecke. So, was sehr wichtig ist, natürlich sind die klaren Faltlinien, also einfach zweimal mit den Fingernägeln drüber, dann wieder aufmachen und wieder Ecke auf Ecke falten. Und wieder aufmachen. Jetzt falten wir alle vier Ecken zur Mitte. Es ist wirklich nicht schwer. Macht total Spaß. Beruhigt sehr. Wie Yoga. Okay, und fertig. Jetzt falten wir die Spitzen hier nach außen. Alle vier. Und fertig. Jetzt ziehe ich hier die Spitzen wieder nach innen falten. So. Und jetzt das Ganze aufmachen. Machen. Und ich weiß nicht, ob ihr es gut sehen könnt. Also hier sind die ersten Faltlinien, die wir gemacht haben. Dann falten wir einfach so zur Mitte. Und einfach so drehen und so weiter. Kommt der schwierigste Schritt. Also so schwer ist es nicht, aber ist es schon ein bisschen Feingefühl gefragt. So, was wir jetzt machen müssen, ist hier dieses Teil hier drunter stecken. Und dabei versuche ich es euch so deutlich wie möglich zu zeigen. Also hier ist die Faltlinie. Ich werde jetzt noch einmal mit dem Finger drüber, weil die ist sehr wichtig. So, einmal wirklich, noch einmal mit dem Finger drüber. Also wir halten mit den zwei Fingern hier fest und üben ein bisschen Druck auf das Papier und stecken das einfach alles hier drunter. Wir haben natürlich diese Faltlinie hier im Blick.
und stecken das sozusagen einfach drunter. Ich wiederhole das jetzt das Ganze, weil am Anfang bei mir auch nicht so gut geklappt hat. Also ich weiß, ist ein bisschen, also kompliziert nicht, aber unverständlich. Und genau, deswegen zeige ich es euch nochmal. Und zwar die Faltlinie ist sehr wichtig. Und damit das Papier nicht so knickt, und sondern in Form bleibt, unterstützen wir hier diese Faltlinie mit den zwei Fingern. Behalten diese Faltlinie hier im Blick und stecken es einfach so drunter. Das klappt dann irgendwann. Man hat das irgendwann drauf. Also wie gesagt, bei mir hat es auch beim ersten Mal nicht so gut geklappt. Üben, üben, üben. Und insgesamt ist es wirklich nicht schwer. Ich bedanke mich. Ich danke, dass ihr heute dabei wart. Bis das nächste Mal. Tschüss.